Das waren die Golden Earring mit Buddy Joe. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hallo, Freunde. Hallo. Hier ist wieder Disco 72, heute unter anderem mit Alice Cooper, Dr. Hook und Chris Roberts. Außerdem beschäftigen wir uns diesmal mit den goldenen 20er Jahren von Berlin. Tja, na, was waren da eigentlich so goldig? Na, vielleicht nur die Melodien. Und die hörte man damals überall, in den Restaurants, in den Revue-Theatern, in den Gefängnissen. Ja, 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 auch in den Gefängnissen, sehen Sie selbst. Ich hab das Fräulne Lehn baden sehen, war ich benommen. Was sagen Sie, dafür kann man niemals ins Gefängnis kommen? Oh doch, denn Fräulne Lehn war immer kühl nach jedem Bad. Sie sprach, mir wird erst wärmer, so ab 22 Karat. Und deshalb hab ich mir eines Nachts falsch benommen. Ich kriegte Brechreiz, als ich beim Juwelier vorbeigekommen. Und vor Gericht fragte der Richter unverdrossen: Hatten Sie zur Tatzeit einen Genossen? In Ihren Genossen, Herr Gerichtshof, fragte ich schüchtern. Bei der Arbeit trinken? Nee, ich war ganz nüchtern. Aber immer im Vertrauen. Hier bleib ich nur noch ein Weilchen, denn zum Geburtstag schickte Helene mir einen Strauß. Ist denn das nicht rührend? Es waren Veilchen. Und nur sage ich nüscht. Wie raus, wenn die kleinen Veilchen glühen. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Und jetzt singt Toni Marshall, ich fang für euch den Sonnenschein. Naja, manche mögen es heiß. Toni Marshall. Sing your holy lyrics and rock till you're gone.
Dankeschön, das war Tony Marshall. Tschüss, Tony. So, und jetzt wieder BBC London, Top of the Pops. Ihr hört Alice Cooper. Naja, dass Alice kein Mädchen ist, sondern Junge, das weiß man. Alice Cooper mit Schools Out.